In der 12. Klasse durfte ich meine Kurse wählen. Natürlich gibt es Beschränkungen und Pflichtfächer, aber sonst finde ich, dass man eine nicht schlechte Auswahl hat, welche Kurse man nicht haben will. Einer der Pflichtkurse war Sport. Nun hatte ich aber die Auswahl zwischen verschiedenen Sportarten. In der 11. Klasse habe ich wegen Freunde Basketball genommen. Aber wenn ihr mein Sportvideo schon gesehen habt, wisst ihr, dass ich null Talent habe für Ballsportarten. Für die 12. Klasse hatte ich aber mehrere Optionen, Sportarten zu wählen, ohne Ball. Fitness wollte ich nicht nehmen, weil ich gehört habe, dass die Lehrerin sehr streng sein soll. Geräteturnen hatte ich schlechte Erfahrungen beim Reck. Schwimmen. Mir blieb eigentlich nur Gymnastiktanz übrig, was ich persönlich nicht so schlimm fand. Ich habe meine Freizeit schon getanzt und ich wusste, dass mein Lieblingslehrer einen Gymnastiktanzkurs hatte. Und ehrlich gesagt war er ein ganz großer Grund, warum ich Gymnastiktanz nehmen wollte. Er war mein Englischlehrer in der 11. Klasse und wir hatten eine ganz besondere Verbindung. Breakdance. Er hat früher gebreakt und ich habe zu der Zeit gebreakt. Und B-Boys unterstützen einander. Jedenfalls war sein Unterricht sehr entspannt und ich habe auch ziemlich gute Noten bekommen bei ihm. Sehr netter Lehrer und war für mich Mitarbeiter des Monats. Ich habe, wie gesagt, Gymnastiktanz genommen in der Hoffnung, dass ich in seinen Kurs reinkomme. Ich habe ihm das gesagt und gehofft, dass wir Breakdance machen und er klang sehr begeistert. Aber es war nur nicht safe, dass ich in seinen Kurs reinkomme, denn es gab zwei Gymnastiktanzklassen. Die eine hat, wie gesagt, Herr Mitarbeiter des Monats geleitet, die andere die strenge Lehrerin vom Fitness. Also hatte ich eine 50%ige Chance auf die Bitcoin-Version vom Unterricht oder die Bitcoin-Version vom Unterricht. Es war also ziemlich riskant. Und ich habe die BitConnect-Version bekommen. Es stellte sich aber heraus, dass ich nie eine Chance hatte, bei Herrn Mitarbeiter des Monats im Unterricht zu gelangen. Denn sein Gymnastikkurs war nicht für die 12., sondern nur für die 11. Klasse. Und ich sah eindeutig nicht aus wie ein 11-Klässler. Von mir ein 8-Klässler. Auf jeden Fall war ich nicht happy. Ich war mir ganz sicher, dass ich eine schlechte Note bekommen werde. Oh ja, sie streng, aber nur zu Mädels. Oh nice! Zumindest war es eine leichte Note für mich. Ich habe zwar nicht meinen Breakdance-Buddy als Lehrer bekommen, aber schlimmer kann es wohl nicht werden. Oh. Nun habe ich mich wie ein Anime-Charakter gefühlt, der einzige Junge ist in einer All-Girls-High-School. Der große Unterschied war aber nur, ich war der Komische. Und meine Anxiety hat sich einfach nur verzehnfacht. Es ist heute noch so, dass ich mich ziemlich unwohl fühle, wenn ich der einzige Junge umgeben von Mädchen bin. Das bis jetzt nie wieder passiert ist, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich kann mich noch genau an meine ersten Stunde erinnern. Ich war ein bisschen zu spät und musste fragen, wo mein Kurs stattfindet. Meine Schule hat nur eine Sporthalle, aber zwei Etagen. Und ich habe es nie wahrgenommen, weil ich noch nie in der zweiten war. Ich ging hoch, guckte in die Sporthalle und habe die Klasse gesehen. Warte, das kann nicht meine Klasse sein. Ah, Weilam, du bist zu spät, zieh dich schnell um. Zumindest hatte ich eine Umkleidekabine für mich selbst. Im Unterricht haben wir manchmal Standardübungen gemacht, wie Dehnung und Körperspannung. Aber dann kam auch der Gymnastiktanzpart. Nun bin ich mir sicher, wenn wir mehrere Jungs wären und ich den anderen Lehrer hätte, hätten wir Breakdance gemacht. Stattdessen haben wir mit Bändchen rumgespielt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Lehrerin selber nicht viel Ahnung hatte von Gymnastiktanz. Denn ich kann mich an keine Stunde erinnern, in der sie uns richtige Schritte oder Tanzmoves gezeigt hat. Oder ich habe einfach nur gefehlt. Auf jeden Fall wurden wir in Dreiergruppen unterteilt. Ich war der, der irgendwo hingewiesen wurde, weil wie gesagt, einziger Junge und keine Freunde. Meine Gruppe bestand aus mir, ein Mädchen und das Mädchen, das mir meinen ersten Korb gegeben hat. Ich war zwar schon darüber hinweg, weil es ein Jahr her war, aber trotzdem war es ein bisschen komisch für mich, so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Wir hatten dann 2 bis 3 Unterrichtsstunden Zeit, uns eine Choreografie auszudenken und dann vor der Klasse zu performen. Und das haben wir, soweit ich mich erinnern kann, 2-mal gemacht. Heißt, ca. 6 Wochen haben wir für uns selber gearbeitet. Und es waren ehrlich gesagt auch ca. so viele Stunden bis zur Zeugnisnote. Gymnastiktanzlehrer zu sein, muss richtig entspannt sein. Auf alle Fälle habe ich für beide Choreografien gute Noten bekommen. Und mehr kann ich mich nicht daran erinnern. Vielleicht, weil ich öfters gefehlt habe. Ich meine, wer hatte die Idee, den Sportunterricht in der 9. und 10. Stunde hinzupacken? Zur Winterzeit bin ich im Dunkeln in die Schule gekommen und im Dunkeln nach Hause gegangen. Aber was ich aus der Zeit gelernt habe ist, Gruppen voller Mädchen geben mir Panik. Vor allem, wenn eine dabei ist, von der man einen Korb bekommen hat. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like und lasst ein Abo da. Folgt mir gerne auf Instagram und auf Twitter. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, was für Sportarten ihr gewählt habt. Oder nehmt. Oder nehmen werdet. Ich weiß nicht. Wenn ich müsste, würde ich, glaube ich, normal Gymnastiktanz nehmen. Weil das irgendwie das Nährste ist an das, was ich kann. Und ja, Tanzen macht Spaß, aber nicht Gymnastiktanz. Ist nicht so meins.